Bin ich wieder. Das letzte Mal habe ich mich auf einem Crafting Table ausgelockt, weil ich es kann. Und los geht's. Ich bin jetzt verwundbar. Da unten ist Redstone. Ja, wir sind in der letzten Folge in die Hölle gegangen, aber bisher hat man hier noch nichts Anständiges gefunden. Da habe ich mir hier so einen Wegweiser gesetzt. Weil dann würde ich mich mal gerade in die Richtung bauen. Auch wenn ich mir dazu vielleicht noch eine andere Spitzhacke machen möchte. Eine Eisenspitzhacke. Weil Eisen habe ich genug. Die Blume brauche ich auch nicht wirklich. Brauche ich aber Platz für ein Crafting Table. Jetzt kann ich den mal wegtun. Das hier. Den wollte ich jetzt nicht gerade wegtun. Die brauche ich jetzt gerade mal nicht. Also ich will nicht die Blumen einsammeln. Immer schön Abstand haben. Damit auch nichts passiert, falls Lava kommt. Wasser funktioniert hier ja nicht. Jo, haben wir hier was gefunden? Ich brauche aber die hier. Ja. Oh, hallo. Der kam überraschend. Ist gerade jemand reingekommen. Was kann ich denn... Ja, genau, das kann ich nicht brauchen. Wollte den gerade schon kurz angreifen, aber ich möchte mir hier gerne einen Marker setzen. Und kurz das hier mir holen. Quarz brauche ich für meine Falle. Kann ich denn wegtun? Die Schallplatte möchte ich gerne behalten. Leder brauche ich nicht mehr. Wahrscheinlich kommt nachher irgendein Typ auf die Idee, die Markierung abzubauen. Oh, Glowstone. Das gibt es zwar auch am Spawn. Na, egal. Immer schön aufessen, damit man mehr Platz im Inventar hat. Hier unten geht's nicht weiter. So, damit ich weiß, dass ich hier lang gegangen bin. Bei 16 Level verzauber ich dann einfach ganz viele Eisenschwerter. Da oben ist Feuer. Ich gehe aber hier lang. So. Ja, auch mal interessant, hier in Tarn den Wither zu spawnen. Ein Gas wäre okay, oder? Muss ich nochmal in den Regeln genau gucken, welche Tränke erlaubt sind. Glitzernde Melonen wären nicht schlecht. Ja, ich bräuchte auf jeden Fall erstmal Netherwarzen. Gut,
Gut, dann crafte ich mir mal. Habe ich den Crafting Table nicht mitgenommen? Okay. Mache ich mir mal das hier von. Jetzt muss mal kurz raus. Mein Inventar ist echt voll, ey. Mache ich mir erstmal ein Schwert. Ich habe hier Sharpness 2. Amboss. Da ist er. Dann muss ich auch erstmal nochmal den Zaubertisch rausholen. Und dann das Verzaubern. Okay, Sharpness. Sharpness. Und Sharpness plus. Okay, ich habe ja. Muss er erstmal noch eins machen. So. Sharpness. Und nochmal Sharpness. Und dann machen wir gleich mal ein Sharpness 3 Schwert. Gut, und dann mache ich mir einfach noch ein paar. Mit Lapis macht das gleich. Unbreaking, okay, das war eigentlich unnötig, dass ich gerade verzaubert habe. Okay, hier bekomme ich Sharpness. Nein, noch so an die 1,7 gewohnt. Bekomme ich nur Unbreaking, da mache ich mir mal ein Scheißschwert. Kann ich eigentlich kurz mit dem zusammencraften. Ich weiß nicht, funktioniert der Trick eigentlich noch? Brauche ich 2 dafür? Wo würde ich das bekommen? Aber es macht nicht viel aus. Okay, das ändert sich dann immer. Egal. Ist ja kein Problem, wenn ich das mal so mache. Dann die beiden zusammen. Habe ich Sharpness 2 auf dem hier noch. Und dann mal wieder ein paar Levelchen holen. Jupp, zum Glück bin ich hier oben stehen geblieben. Verschwinde Lava, verschwinde aus meinen Augen hinaus. Upsala. Das war nicht geplant. Okay, das war, hätte gerade gefährlich sein können. Alter, der ist schon very damaged. Dann noch erstmal wieder ein paar Schwertchen machen. Beziehungsweise noch ein Schwert. Und Sharpness. Und dann noch das hier. Das bekomme ich auch mit Smite. Ach nee, Leutchen. Muss ich mir wieder Level holen? Das ist immer so eine Angelegenheit, die fällt im Nether ganz schwer. Gut, hatte Sharpness und Unbreaking.
immer nur Unbreaking, aber ich muss ja irgendwie. Ja, okay, ja gut. Wie teuer wird das dann? 6 und so rum 2. Ja gut, also habe ich mal ein bisschen Glück gehabt hier, ne? Aber Knockback für ein PvP-Schwert wäre nicht so geil. Was passiert, wenn ich das da mit dem mache? Komme ich das alles drauf? Okay, das ist dann vielleicht so ein zweites Schwert, mein neuer Mobkiller, würde ich sagen. Weil Knockback für einen Mobkiller ist ganz gut, auch wenn das jetzt teilweise unnötig war. Ich muss mir so viele Schwerter machen, ey, das ist unfassbar. Das dann auch noch verzaubern. Alter Junge. Kann ich die beiden verkraften? Und aus dem gewonnenen Schwert mache ich dann noch Knockback. Alter, es läuft gerade richtig, muss ich sagen. Und jetzt brauchen wir schon wieder Level. Also, das ist schon mal richtig gut im Verzaubern, ne? Fünf Level dürfte jetzt fürs nächste Verzaubern erstmal reichen. Und warum ist sie eigentlich kein Gast? Ich kann ja mal die Knockback- und Smite-Schwerter. Achso, das ist ja Gold, das habe ich irgendwie gerade nicht so erkannt. Dann, was bekomme ich hier? Sharpness, mal wieder Sharpness. Ich kann ja das Might-Schwert wegwerfen. So. Mach ich mal kurzerhand das hier. Und das bekommt natürlich Sharpness. Jawohl. Guten Tag, Freundchen. Das dürfte noch zum Zusammencraften reichen. Und da ist er kaputt gegangen. Ja, geil. Muss ich mir erstmal wieder ein bisschen was brennen hier. Dass ich mir einfach mal ernsthaft einen neuen Amboss machen muss. Das hätte ich nicht gedacht. So, 8. Überall rein. Acht hier und dann noch acht da, acht hier und dann tue ich immer noch das dazu und noch das und das. Ist mir jetzt egal. So, ja, schon mal die Eisenblöcke machen, die 3 Stückchen. Brauche ich nur noch ein bisschen Eisen. Dann mache ich mir einfach noch einen Amboss. Ja, da gönne ich mir einfach noch einen Amboss, ey. Gut, und dann Sharpness 2, Sharpness 2, was kostet das?
Okay, ich nehme jetzt schnell alle Sachen hier raus. So, das wär's dann auch. Danke fürs Zuschauen und tschüss.